Im Register speichern und laden unter leeren sind Sie in der Lage, Leersets zu speichern und zu laden. Das, was abgespeichert wird, ist das komplette Set, also sämtliche Einstellungen, die Sie auf allen Leerregistern vorgenommen haben. Zum Speichern einfach auf die entsprechende Schaltfläche klicken, sich das gewünschte Verzeichnis auswählen, Dateinamen eingeben, die Endung lautet VLD und beim Laden wieder den gleichen Vorgang. Beachten Sie bitte, dass das Arbeiten mit Layersets für viele unterschiedliche Funktionen im Programm sehr sinnvoll ist. Neben alledem, was für die Baugesuchsplanung relevant ist, wird ebenso der CAS-Export und auch der globale Bildexport über die Layersets, die Details und 2D-Elemente standardmäßig ausblenden, optimiert.